Schalte ich das jetzt frei? Wenn es wieder nur so ein Laser ist, ist halt. Aber wir schalten das frei. Hallo und willkommen zu einem Sula Deck Opening. Ich habe hier 50 Decks insgesamt. Und da würde ich sagen, starten wir gleich mal mit Legendary Premium Deck 1. Da sind, meine ich, nur Legendaries drin. Von verschiedenen Themen. Oh, Mac-10 Dragon Skin. L-Skin für die MPT-76. Eigentlich möchte ich davon nur die Dragon-Sachen haben. Für verschiedene Waffen. Es sind einige bei, die ich schon habe. Mehr für die Shaytech. Das ist, glaube ich, das letzte. Leid mehr für die P90. So, dann geht's weiter mit dem Legendary Premium Deck 2. Da ist jetzt Mecha, Lightning, Graffiti und Neon drin. Ist jetzt noch nichts Interessantes. Oh, Keychain Lightning für die AK. Neon für die UMP. Kriege ich ein paar Aufsätze für Waffen, wo ich nicht so viele Aufsätze habe. Aber bis jetzt nicht so tolle Sachen. Ja, okay, das war's dann auch schon damit. Dann geht's weiter mit Legendary Premium Deck 3. M468 Pirate Skin. M93 Air Troy. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon ein paar Skins habe für die Waffe. Weil für die meisten Waffen habe ich schon bessere Skins und Aufsätze. Wie viel haben wir noch? 2. Poison habe ich schon. Das war's dann auch schon damit. Dann geht's weiter mit dem Premium Deck 4. Was war das jetzt? Ist das jetzt bei jedem Deck so?
Oder nur, wenn man einen speziellen Skin zieht. Mal sehen. HWP Toy Skin. Ja. Gutes Spielzeug HWP. Ah, das letzte Premium Deck 4. So, dann habe ich hier noch Decks, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Quantum Transform Silencer für die HK417. Und hier AWP Quantum Gold Silencer. So. Das King-Deck heben wir uns bis zum Schluss auf. Jetzt kommt erstmal das Heroic Premium Deck 1. Transform für Chris Vector. Oh. Terminator Skin für die M93R. Nichts Interessantes dabei eigentlich. Hier auch nicht so besonders. Außer Scope vielleicht. Hier auch nichts Interessantes. Das meiste für Waffen, die ich gar nicht benutze. Terminator Skin für die L115A3. Naja. Jetzt kommen die Meinung nach besten Decks. Die King Decks. Da haben wir schon eine Elite. Schalte ich das jetzt frei? Wenn es wieder nur so ein Laser ist, ist halt. Aber wir schalten das frei. Das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. 11 Elite für die M4A1. Dann habe ich da auch mal einen guten Skin. Wieder eine Elite. Was ist denn das? Sieht auf jeden Fall nicht nach Elite aus eigentlich. AWP Keychain, die sieht gut aus, finde ich. Noch eine Elite. Was ist denn dieses Kanakale? Natürlich ist da eine Elite am Ende. Das liegt, glaube ich, an den Automan-Skin. Dass man diesen Sound kriegt. Ja, komm, das schalten wir noch frei. Bora, Racer Scope. Ja, jetzt schalten wir auch keine Elite mehr frei, wenn sie hinten ist. Goldskin für die K. Silberskin habe ich meines Wissens nach schon. Jetzt habe ich auch den Goldskin. Zwei Elite. Ich kriege nur diese Elite. Jetzt. Und das letzte. Keine Elite. Naja. Schauen wir uns gleich mal noch den
Skin an. Der sieht doch schon viel besser aus. Was ist der Silencer? Nehme ich auch mal. Scope haben wir auch, glaube ich, freigeschaltet heute. Transform Kill Counter. Für die AWP. Toy. Ja. Finde ich den immer noch am besten. Scope haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Da, jetzt eine Keychain. Und ein Transform Kill Counter. Das sieht doch schick aus. Obwohl ich die Waffe nie benutzen werde. So, da haben wir eigentlich, ja, das ist gut, ganz okay. Skin, ja, hier haben wir auch nichts Besseres. Nee. Hierfür. Das. Eigentlich auch nichts Besseres. Skin. Er ist besser. Da ein Visier. Ein Bajonett. Ja, das war's. Naja. Einfach weitermachen, wenn da nichts Interessantes ist. Das ist immer noch ein guter Skin. Bei den Visieren bin ich mir immer nicht so sicher. Da haben wir zwar Dragon, aber Galactic sieht noch mal ein bisschen besser aus. Scout. Jetzt ein Laser und Neon Kill Counter. Nichts Interessantes. Weiter interessant. Hier ist komplett Racer. Wenn ich das richtig. Außer der Kill Counter. So. UMP, da hatten wir den Neon schon. Dragon. Chris Vector. Zack, Kill Counter. Da finde ich den eigentlich ganz schick. Bei den Visieren muss man mal gucken. Kill Counter. Skin. Ups. Kill Counter. Alles mal ein bisschen. Racer finde ich ja besser.
Top Attachment. Da, Kill Counter. Skin. Der ist doch ganz okay. So, was ist das für ein Scope? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Egal, spiele ich eh nicht. Jetzt kommen, glaube ich, Waffen, außer die große. Da habe ich jetzt den Scope endlich. Habe ich die auch voll ausgerüstet. So, dann würde ich sagen, beenden wir das Video hier auch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.